Heute gibt es ein ganz krasses Video für euch, Leute, und es geht um 50.000 Euro. Und wir möchten euch mal mitnehmen. Und ich hatte jetzt gerade noch ein Bewerbergespräch, Victor hat auch ein bisschen gearbeitet. Und ja, wie gesagt, die nächsten Tage sind wir hier, immer ein bisschen arbeiten und dann Hechte angeln. Und zwar wollen wir heute Fitness-Hecht-Frikadellen machen. Das ist ein ganz geiles Rezept, dafür müssen wir natürlich erstmal ein Hecht fangen. Jetzt gehen wir aber erstmal zu Victor, der ist nämlich gerade, wie gesagt, am Trainieren. Der will das eigentlich nicht, dass wir das filmen, aber ich würde sagen, wir gucken trotzdem mal, oder? André, was meinst du? Überraschung! Ah? Ich möchte nicht so gefilmt werden. Ach komm. Arschlöcher. Du kannst dich doch sehen lassen. Komm, zeig mal her hier. Zeig mal her deine zwei Monate Training. Krieg mal immer Shitstorm, wenn du nackig warst in den Videos. Nicht bei deinem Körper, Victor. So habe ich nie ausgesehen. Das, Leute, sieht aus wie Adonis, oder? So, Leute, wir müssen aber jetzt zu Victor. Wir müssen jetzt mal langsam ein bisschen Gas geben, weil sonst wird es heute nichts mit unseren Hechtfrikadellen, weil so wie du trainiert hast heute, brauchst du ordentlich viel Protein. Deswegen machen wir heute ein Catch and Cook. Und zwar gibt es die Hechtfrikadellen, die Hecht-Fitness-Frikadellen. Einige werden sie von euch kennen aus unseren Schweden-Videos. Mhm. Und es geht, ich weiß nicht, ob du schon gesagt hast, genau, um 50.000 Euro, Leute. Für euch, und nicht das für uns, für euch. Kein Witz. Und mehrere Leute von euch können davon partizipieren. Wie das aussieht, wie ihr an das Geld rankommt, das verraten wir euch, wenn wir den ersten Hecht gefangen haben. Genau, dafür müssen wir nämlich erstmal ein Hecht fangen. Ganz genau. Ja. Aber du hast mich jetzt so motiviert, Victor. Jetzt brauche ich auch noch mal 15 Minuten für ein kurzes Workout, so 20 Minuten circa. Ich habe heute Ausdauertag. Ich bin eher mehr der Ausdauersportler, Victor. Nicht so der Pumper wie du. Na, das kann ich nicht, das ist so langweilig. Werde ich jetzt eine Runde schwimmen, Victor. Schwimmen ist immer noch. Okay, Shitstorm incoming, Leute. Top Vorbereitung. Ich alles verpixeln, bitte. Ich meine, wenn wir hier schon sind an dem Müritz, muss man das auch ausnutzen, oder? Ja, aber es ist kalt, es ist 17 Grad oder so das Wasser. Ach, noch nicht mal, 16 oder so. Da kannst du runtergehen. Nee, ich spring von hier oben, Victor. Nee. Mach das nicht, ich weiß nicht, wie. Das ist ganz flach. Victor, ich mach es. Kannst Nein, mich Kate! Nicht aufhalten. Bleib! Lass mich! Er ist komplett irre. Aber er lebt. Nächstes Mal bitte Testament machen, danke. Vitamin wäre gut. Und wie ist es? Ist kalt oder warm? Hab ich gehört. Also er hat doch Schäden hinterlassen. Okay, Leute, es wird richtig geil. Wir versuchen heute wirklich einen Hecht zu fangen. Es muss ein großer Hecht sein für unser Vorhaben. Und dann werden wir euch verraten, wie ihr an 50.000 Euro kommt. So, ich muss noch ein bisschen was machen, dabei möchte ich nicht gefilmt werden. Während Hubertus uns jetzt ganz geile Zander-Sandwiches bereitet. Mit Avocado und Tomate, Leute. Mit Avocado und Tomate, Leute. Denn der Bauch angelt auch immer mit. Richtig. Ne? Und das Auge wohl auch. Werde ich quasi ein bisschen Routen bauen. Ich habe nämlich ja jetzt die Favorit-Routen besorgt. X1. Habe ich mehrere, alle Ausführungen. Weil ihr wisst ja, wie es ist. Nach einem Jahr ohne Sponsor geht dann auch irgendwann so das zu Neige. Da kann man machen, was man will. Und einer meiner, muss ich wirklich sagen, eigentlich brauche ich keine Werbung einblenden, oder Andruschki? Weil ich kriege ja nichts dafür. Die hat mir Maxi quasi geschenkt. Muss ich jetzt Maxi einblenden oder was? Auf jeden Fall einer meiner top-performenden Hechtköder bei mir zu Hause vor der Haustür. Und ich werde jetzt die alle mal testen. Und falls ihr es nicht wusstet, Hypefishing hat ja eine kleine Pause. Ne? Wir haben es quasi nochmal, ich will nicht sagen, relaunched, aber wir haben gravierende Verbesserung vorgenommen, dass es einfach noch geiler ist, noch geiler bedienbar ist, noch mehr Produkte drin. Und wir haben auch so eine Art Maxis Lieblingsköder, Davids Lieblingsköder, Joschs Lieblingsköder, meine, also nicht nur Köder, auch Produkte. Da werdet ihr mit Sicherheit den finden und auch mit Sicherheit die Route. Was haben wir hier? Einen in der Tonzeit gefangenen Zander. Allerdings nicht von uns, sondern von den Fischern, die dürfen das. Ganz genau. Und ab heute werden wir nur noch unseren selbstgefangenen Fisch zubereiten, richtig? Habe ich eine andere Wahl, was zu sagen? Nein. Okay. Wir wollten gestern nur eine Rolle kaufen. Die Ansage war, wir gehen in den Angelladen rein, weil wir waren echt unter Zeitdruck. Kaufen eine Rolle und lassen mit Schnur bespulen und sind sofort wieder raus. Robertus Ansage. Das waren doch nicht meine Worte. Das waren genau deine Worte. Scheiße. Und was haben wir dann gekauft? Also es war dann am Ende so ein Berg, über 500 Euro. Und was braucht man natürlich auch im Sommer? Richtig, eine Eisangel. Ja,
Ja. Du musst auch mal vorausschauen. Du musst einfach mal 6 bis 12 Monate vorausschauen planen können, Victor. Es ist in Kürze, in 6 Monaten ist schon wieder Winterzeit. Da kann es sein, dass du hier Eis angeln. Ja, genau. Geht schneller als man denkt, Leute. Da kommt hier schon ein Schneefall hier. Ich lebe nicht so in den Tag hinein wie du. Du musst halt wirklich vorausschauen planen. Das ist eine Hechtrute, eine Hechteisangel. Was halten wir davon, wenn wir jetzt hier auf der Müritz damit mal Hechtangeln gehen? Wir können ja schleppen und vertikal angeln damit. Also schreibt mal in die Kommentare, ob wir da jetzt noch ein Video machen sollen morgen. Also guck mal einfach nur auf den Boden, einmal nur kurz. So, das läuft dann so, da ist die Falle, ja? Die wird sich. Ich mach mal die Augen zu. Das ist mir noch zu dicht. Nimm so ein Ding und ganz ja, viele Leute. Leute, so ist es aber. Ich habe damals in einem richtigen Restaurantküche gelernt, vom Tellerspüler bis zum Beikoch. Das gehört einfach zu einem guten Koch dazu. Die kochen mit Liebe, Leidenschaft und da geht es auch mal drunter und drüber, Leute. Ja, aber man kann es ja von hier runter riesen lassen, dass nur das Herd eingesaut ist. Nein, ja, dann ist es nicht richtig. Das muss auch einfach mal dreckig und versaut sein, damit die Leidenschaft drüber kommt, Victor. Das ist genauso, wer nicht heiß anfassen kann, der kann auch nicht heiß liegen, Victor. Moi sans chagrin, le passé il est vieux. Sans moi, tu seras plus heureux. Tout seul, ta vie continue. Victor, Essen ist fertig. Können wir jetzt noch schön hier essen, bevor es losgeht? Und dann sind wir auch gut gestärkt. Boah, Junge! Das ist wirklich das Geile, Leute, muss man wirklich sagen, wenn man mit Hubertus unterwegs ist, immer ein Highlight vom Essen, nicht vom Kochen. Und auch nicht vom Aufräumen, ne? Die sind hier übrigens bei den Müritzfischern, Leute. Das sind wirklich ganz geile Fischer. Also wenn alle Fischer so wären in Deutschland wie die Müritzfischer, wäre es für uns Angler richtig geil. Fangfenster, viele Fische, nachhaltige Fischerei, Angeltourismus, Boote, alles, Fernwohnungen, also echt geil. Die wissen, was gut ist für uns Angler. Fragen Sie mal, was macht man? Will man selber fahren, um zu entscheiden, wo man lang fährt? Oder will man einfach nur sozusagen chillen und die Verantwortung abgeben? Je nachdem. Ich glaube, ich chill erstmal und wenn wir nichts fangen, übernehme ich das Ruder. Auf geht's! Das muss so sein. Grüße gehen raus an Dennis. Alles ist gut. Alles gut, dafür haben wir Haftpflichtversicherung. Hey Leute, wir sind auf der Müritz, auf der riesengroßen Müritz draußen. Jetzt geht's los, Leute. Es war ein und dasselbe Ziel, nämlich nachher eine schöne Hecht-Fitness-Frikadelle zu machen. Doch wir werden beide gegeneinander verschiedene Techniken ausprobieren. Ich fische mit meinen Ködern und meinen Tiefen und Victor mit seinen. Und ich sage, ich werde den ersten Hecht fangen. Vermutlich wird es auch der einzige Hecht des Tages sein. Aber warum liegt dann meine Gambler-Box bei dir? Da einen rausgenommen habe und du hast da ganz viele von und du hast gesagt, ich brauche kaum Köder mitnehmen. Ich kann mich auf dich verlassen, du nimmst alles mit. Ich habe aber auch ein paar Geheimköder von mir aus Köln mitgebracht und die hänge ich mir jetzt dran. Das Problem ist bei diesem Schleppangeln, da geht es wirklich darum, dass der Skipper sozusagen die richtige Fahrt macht. So. Weil die richtige Tiefe kennen wir ja, die wurde uns gestern sozusagen von den Müritzfischern ein bisschen geleakt. Die sind verteilt, die Hechte, es gibt keinen krassen Hotspot, das heißt, wir werden müssen schleppen. Gewässertiefe 4 bis 8 Meter, haben sie gesagt. Genau, die folgen den Weißfischschwärmen. Die Weißfische, die meisten haben wir noch nicht abgeleicht, schwimmen noch hier rum und die Hechte folgen denen quasi. Ich fange jetzt hier erstmal mit einem schönen Swimbait an, beschwert, sodass ich ein bisschen tiefer komme. Und die andere fische ich mit einem 21 Gramm Kopf. Und einfach, ich sag mal, der läuft so auf 3 Meter. Also im Prinzip machen wir eigentlich das Gleiche. Nur, dass jeder natürlich seine eigenen Favoritenköder ran bastelt. Der einzige Unterschied ist, weil ich jetzt hier vorne sitze, nämlich die Sideplaner. Kann ein Vorteil sein, kann auch ein Nachteil sein. Weiß man nicht, muss man gucken. Bissfrequenz natürlich geiler, wenn es also Anhieb, wenn es direkt in der Route hast, Verwertung. Auf der anderen Seite hast du weniger Scheuchwirkung durch den Motor, wenn du das halt planen hast. Wir werden sehen, wie sich das ergibt hier. Hm?
gab irgendeine geile Aktion, die habt ihr jetzt gar nicht mitbekommen, ja? Wir fahren da diesen Kanal raus auf die Müritz und Hubertus bastelt dabei alles so und wir fahren wirklich so eine Schlängellinie. So, da einmal kurz ins Schilf reinfasst, dann wieder kurz raus und so und hinter uns waren... Hinter uns waren einfach mal die Bullen. Ich hatte ein Bier in der Hand, er ist Schlängellinien gefahren, also wenn die Bock gehabt hätten und Langeweile, dann wäre mir das perfekte Boot zum Anhalten gewesen. Ich habe aber keinen Alkohol getrunken und ich bin auch nicht ins Schilf gefahren. Das würde ich niemals machen, Leute. Das ist nämlich auch verboten. Hat er gemacht, aber nur weil er Kingfishing hier so seine Sachen macht und so. Wenn überhaupt Fishing King, André. Und sei ehrlich, habe ich es gemacht? Ja. Die Richtung war Richtung Schilf, aber ich bin nicht ins Schilf gefahren. Okay, los jetzt. Meter. Ich muss schon mal gerade einen Wurf machen, weil hier unten ist alles voll mit Fisch auf dem Echo. Oh, jetzt hier steigt was. Kann ja jeder mal 5 Würfe machen. Ja, dann mach ich auch mit. Da bin ich dabei. Das ist prima. Und weiter? Viva Colonia. Das Leben, die Liebe und die Lust. Gut. Weiter weiß ich nicht. Danke auf den Leben und haben immer Durst. Ich glaube, die Fische sind weiter draußen. Da sind 4 Boote beieinander. 100 Pro ist da ein großer Baitball, also Köderfische, Weißfische. Ich würde sagen, da fahren wir jetzt auch mal langsam hin. Schleppen wir mal hin, Victor. Okay. So, Leute. Ein bisschen wild alles, weil man jetzt so ein bisschen auf gut Glück alles macht, ne? Aber ist ja egal, ist ja auch irgendwie das Spannende am Angeln, dass man da ein bisschen auch die Motivation hernimmt, dieses Unbekannte und so. So, wir machen jetzt einen Zeitplaner. Ich habe jetzt ungefähr so 30 Meter hinterm Zeitplaner die Schnur draußen mit einem relativ leichten Kopf auf der linken Seite, weil es da flacher ist. So, es wird hier so eingehakt. So, und dann kommt hier in so einen Clip rein, wer es noch nicht gemacht hat. So, und damit ist es hier fix, stabil. Es zieht hier dran und wenn ein Hecht beißt, dann löst das hier aus, der Clip, und dann kann man es ganz normal drillen. Dann rutscht das nämlich vor bis zum Haken. Und fungiert quasi nicht mehr als Segel, sondern einfach nur als Ballast. Eigentlich müsste es jetzt jede Sekunde knallen bei einem von uns, weil da war ein riesiger Baitball im Freiwasser. Der war gigantisch. Das war ein riesiger Rotaugenschwamm, glaube ich. Ich habe einmal Ricky the Roach und einmal einen Swimbait, schön Forellendesign. Da haben wir gerade auch einen schönen Berg passiert. Jetzt geht es wieder runter auf knapp 7 Meter. Perfekt, da kann man das Boot nicht steuern. Ich steuere uns hier an einem Baitball nach dem anderen vorbei und genau an den Barschbergen vorbei. Eine schöne große Einzelsichel, das sieht nach einem Hecht aus, auf 5 Meter und wir sind bei 7,5 Meter Wassertiefe, Victor. Geil, perfekt. Genau die perfekte Tiefe, zwischen 4 und 8 Meter. Und Leute, wenn die oben im Mittelwasser stehen, sind die meistens, nicht immer, breiter, als wenn die unten am Grund kleben. Das heißt, dann sind die schon ein bisschen in Jagdposition. Das heißt, die sind willig. Wenn man dann noch über sie rüber, also nicht zu dicht, also so 1, 2, 3 Meter über ihnen ist, ist eigentlich garant, gleich scheppert hier. Das läuft heute. Ja. Eigentlich ist alles geil, außer Beißindex, der ist scheiße, aber der wird heute Abend noch gut. Ich habe auch ein gutes Gefühl, dass es hier gleich knallt. Das ist der erste, Leute. Geil! Klebt! Geil! Yippie! Sehen wir den rauskriegen, Leute. Alter, nice! Noch hält die Favorite stand hier. Boah. Leute, Junge, das ging ja ab, Alter. Richtig schön. Ist eigentlich geil, ne? Wie wenn die Route auf einmal so richtig so nach unten geht. So bam! Boah. Junge. Sabi sagt, es knallt jetzt. Natürlich jetzt gegen den Wind echt schwer zu drillen.
Oh, ist das Spannung, Leute. Jetzt muss ich wirklich aufpassen. Die linke ist ja draußen, genau, also im Boot. Alter, der macht ganz schön Druck, ey. Ich hoffe, dass er zwar außerhalb vom Fangfenster ist. Ja, ich hoffe, wir kriegen den Atlantik durch. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Junge. Junge. Das ist eine Challenge hier, eine motorische Challenge. Der Oberkörper arbeitet gegen den Fisch, der untere gegen die Wellen. Und der schöne Kopfschläge gerade gewesen. Also es ist kein Zwergenfisch, glaube ich. Alter, und der war ja mitten, auf wie viel Meter hat der gebissen, Hubertus? Auf 7 Meter gebissen. Na Leute, das ist ein Indiz dafür, dass es keine Fresse ist. Kein Fisch über, unter 75 traut sich, boah, ins Mittelwasser. Weil da wird dann nämlich dann von den 1,35 Meter Muttis, die es hier gibt, einfach mal komplett aufgenascht. Boah, oh, Alter. Junge, das ist, ich kann gar nichts machen, Alter. Das ist so viel Druck gerade drauf. Mach mal lieber ein bisschen auf, die Bremse, dass er ein bisschen, aber es kann natürlich auch ein bisschen mit dem, beim Schleppen hat man noch den Zeitplaner als Gewicht, den man reinzieht, gegen die Wellen. Kann also vielleicht doch kleiner sein, als man denkt, aber 60 bis 90 ist das Küchenfenster? Ja. Okay, ich glaube, wir kommen langsam der Sache immer ein bisschen dichter. Ich mache das ganz vorsichtig. Wir wollen jetzt auf keine, man darf auch nicht zu doll drüber machen, die Sonnenbrille ab. Okay. Kescher ist ja schon bereit, ne? Wir nähern uns der Sache. Also natürlich mit dem Driftenboot, wie gesagt, Leute, ich wiederhole mich, kann man es schwer einschätzen, wie schwer das Ding jetzt am Ende wirklich ist. So, jetzt kommt, jetzt ist der Final Moment, Leute. Gleich kommt er. Er zieht. Es scheint ein guter zu sein. Yes! Geiler! Mission completed. Yes, sir. Geil. Schöner Fisch. Ja, der wird wahrscheinlich knapp gerade. Könnte. Ist spannend. Was sagst du? Ich sehe richtig. Ich sag. Also 90 ist Fangfenster, ja? Sicher, ja? Aus, ja. 60 bis 90. Okay, Leute, die Spannung steigt. Schon vorbereitet hier. Okay. Mal ran. Ja, liegt an. Okay, ich bin mir sicher. Und? Da können wir ziehen oder drücken. Es ist 95. Ja, okay, der Gute darf direkt wieder rein. Der darf rein. Ja. Okay. Bereit? Yes. Junge, Leute, was für eine Maschine. Und so ist es krass, wie unterschiedlich diese Gewässer sind. Da geht er. Tschüss. Geil. Yay. Yes, sir. Okay, und der nächste wird dann aber jetzt hoffentlich ein Frikadell. Der nächste wird in der Mitte zerteilt, weil zweimal 45 ist ja auch 90. 45, ach nee, ist ja auch außerhalb, scheiße. Wir müssen den Schwanz abschneiden. Also Schwanz abschneiden, Leute. Leute, auch noch ganz wichtige Info. Köder über 12 cm an der Müritz. Wieder Haken andrücken, weil wir haben ja hier ein Entnahmefenster, also ein Schonmaß zwischen 60 und 90. Die Fische dürfen mitgenommen werden und alles über 90 muss man zurücksetzen, um die Laichfische zu schonen. Weil gerade die großen Hechte sind ganz wichtige Laichfische und die sorgen dafür, dass wir auch in Zukunft noch eine richtig gute Population haben. Und die Fische zwischen 60 und 90 sind eh die besten Fische für die Küche. Also das ist eine Top-Regelung, deswegen haben wir hier so wahnsinnig gute Hechtbestände. Trotz des hohen Angeldrucks, dass hier so viele Angler sind. Saugute Regel, macht Sinn, auch mit den Widerhaken. So, wir haben jetzt mal gewechselt. Wir sind jetzt auf 6 Meter. Ich habe ja auf meinem Handy Navionics. Ich fahre uns in die richtige Richtung und dann... Nein! Los! Leute,
Ja, ihr wollt alle wissen mit den 50.000 Euro, das ist korrekt. Aber wir haben gesagt, wenn wir den ersten, wir brauchen dafür einen Kuchenhecht, wie André sagte. Also er meint einen Küchenhecht. Also ein Hecht für die Küche, also einen unter 90. Oder also eins, den wir behalten sozusagen. Dass wir aufessen können. Dann werden wir das Geheimnis um die 50.000 Euro für euch liegen. Ich glaube, wir haben einen richtig geilen Tag erwischt. Das ist so irgendwie perfekt. Sonne wechselt sich mit Wolken ab, sagt man ja, ist ja geil. Und genau die richtige Welle und der richtige Wind. Zu viel Wind macht keinen Spaß, kannst nicht mehr angeln. Zu wenig Wind beißen sie sich. Das heißt, trotz schlechten Beißindex haben wir schon einen gefangen. Stell dir mal vor, wenn der Beißindex jetzt gegen Abend noch mal besser wird. Ho! Junge. Also wir fahren jetzt zurück gegen den Wind. Das ist schon echt krass, eine Challenge. Mit links und rechts, dann kommen hier die Boote auf der Müritz. Ich sag mal so, die sind auch nicht immer Herr ihrer Sache. Wir fahren die ganze Zeit geradeaus, kommt einer ran und irgendwie wird völlig panisch. Ich muss da lang. Und wir so, nee, wir fahren jetzt hier geradeaus wie die ganze Zeit. Er ist auf uns zugekommen und dann ist er voll panisch geworden, weil einer seiner 18 Routen irgendwie zu dicht an unseren dran war. Aber ganz ehrlich, ich sag mal, vorausschauendes Schleppen, Leute, das ist entscheidend. Vorausschauend. Wir fahren in unsere Richtung, da haben wir Fisch gesehen auf dem Echolot vorhin. Ganz viele Bait, da werden wir noch mal ein bisschen schmeißen. Weil jetzt diese Schlepprunde hier war nicht so geil. Schmeißen, wobei, vielen Dank. Wir werden auch ein bisschen vertikal angeln mit der toten Rute, also einfach einen Köderfisch raus und dann werden wir mal schön was essen, was schnabulieren. Wir haben nämlich noch geräucherten Fisch mit, einen Saibling. Ja. Leute, das Schleppen ist so langweilig, da kann man einfach nur essen. Wenn da noch das Handy alle ist, Akku. Nichts weiß. Aber das hält den Tag wieder auf. Das ist Barsch, ne? Geil. Leute, da ist er! Geil! Konzentration, genau, kannst du die reinholen? Jetzt, Leute, das muss ja sein. Leute, jetzt ist Chaos. Das war jetzt ein kleiner Fail, aber an, lass die Route hier liegen. Ja, ja, ich hab noch alles gedrückt. Oh, das sieht nach unserem perfekten Essenrecht aus. Schnell, Kescher. Achtung, hör nicht, dreh nicht mit dem Boot, Victor, du fährst rüber. Dreh nicht! Boah, dreh nicht! Ich mach nicht. Mach aus! Ich mach nicht. Danke. Okay. Völliger. Und ist er? SL? Ja, der Essen. Noch ist er nicht an Land. Come on. Yeah. Yeah. Wir haben es geschafft. Yay! Yeah. Geil! Leute, aber Moment, er muss ja erst mal 60 haben. Genau. Der könnte knapp drunter sein. Aber hat er. Ich denke, er hat's. Okay. Und wir haben auch gar kein Schnurchaos produziert. Absolut nicht. Absolut nein, nur vier Routen in einer gemacht. Das ist, was man sagen muss, dass beide Hechte auf die neuen Favoritrouten kamen. Ohne Spaß. Und. Ja, yes! Schöne 65, 66 stramme Zentimeter. Perfekt. Nee, das werde ich heute nicht essen. Okay. Du hast gerade ein Auge gegessen. Schön schnell ausbluten lassen. Perfekt. Geil gekillt. Geiler Fisch. Yes, sir. Oh yeah. Was? Der wird lecker heute Abend. Victor, da hat sich dein Training und mein Schwimmtraining doch heute gelohnt, oder? Absolut. War auch wichtig, weil
Training ohne Eiweiß ist nichts wert. Genau, der wird in unseren Muskeln, vor allem in deinen, weiterleben, oder? Richtig. Wir hatten gerade richtig Chaos an Bord, Leute. Also richtig Chaos. Mit dem Fisch. Rute reingeholt, dabei hat der Wind quasi uns nach hinten wieder gedrückt, über, rüber, dann war ausgemacht, dann haben wir wieder angemacht, dann ist die Schnur in die Schraube gekommen, haben jetzt alles gelöst, dabei ist quasi beim Rückwärtsfahren Wasser reingeschwappt, die ganze Schuhe sind nass, nichts ist nass, also komplettes Erlebnis, Leute. Das erlebt ihr nur beim Angeln. Okay, Leute, wir sind jetzt auf unserem Terrassendach von unserem Hausboot. Richtig geil. Guckt euch mal diesen Blick hier an, wie wir hier jetzt unser Mahl denieren werden oder zubereiten erstmal. Und dann haben wir versprochen, wenn wir diesen einen Küchenhecht oder in anderen Worten Kuchenhecht fangen, dann werden wir daraus, ihn werden wir umwandeln in Muskelmasse, nämlich wir machen unsere Fitnessfrikadellen. Die Fitnesshechtfrikadellen, die zeigen wir euch jetzt mal ganz schnell, wie es geht. Innerhalb von 20 Minuten haben wir die gezaubert, dazu gibt es einen geilen Salat. Und wir verraten euch jetzt, wie ihr an die 50.000 Euro kommen könnt, oder? Genau. Victor, Zwiebel wäre super, kleine Würfel, Knoblauch auch kleine Würfel und hier so eine Ecke. Lass mich raten, auch kleine Würfel. Ganz kleine Würfel. Ganz kleine Würfel. Es wackelt ganz schön, Junge, Leute. Von dem Rest kannst du mir bitte große Würfel schneiden. Das ist dann für den Salat. Okay, gut, also, was hat es mit diesen 50.000 Euro auf sich? Also, jetzt sind wir einfach noch mal ein bisschen ernst, denn wir hatten heute genug Spaß. Die 50.000 Euro, Victor, die sind Kopfgeld. Und zwar, du weißt, Victor, wir sind in den letzten Jahren verdammt stark gewachsen mit unseren Online-Kursen zum Angelschein. Und haben verdammt vielen Leuten gemeinsam geholfen, ihren Angelschein online zu machen. Richtig. So, es stehen aber jetzt weitere Bundesländer auf dem Plan. Und wir machen auch mit den Vereinen und Verbänden Gewässerwarte-Online-Kurse. Also wir bilden auch die nächste Generation Gewässerwarte aus. Und dafür brauchen wir Verstärkung. Wir haben aktuell 8 offene Stellen ausgeschrieben. Die 50.000 Euro setzen sich wie folgt zusammen, die sind Kopfgeld. Wir haben 9 offene Stellen zu vergeben. Unter anderem die Geschäftsführerstelle, /COO. Wer da jemanden wirbt und wir stellen die Person ein, da gibt es 10.000 Euro Kopfgeld für. Für alle anderen Stellen, Produktmanager, Marketingmanager, Kommunikationsgrafikdesigner zum Beispiel, da gibt es 5.000 Euro für, wenn ihr da jemanden werbt. Oder wenn ihr selber glaubt, ihr seid der Richtige, dann könnt ihr eurem Freund sagen, bitte werbt mich doch. So, dann gebt ihr den Namen mit an und dann kriegt die Person das Kopfgeld. So sieht's aus, so kommt ihr an das Geld. 8 mal 5.000 macht 40.000 und einmal 10.000 für die Geschäftsführerstelle. Und dann seid ihr Teil von unserer geilen Mission, bildet die nächste Generation nachhaltiger, naturschützender Angler und Gewässerwarte mit uns aus. Und ja, würde uns mega freuen. Oder, Victor? Absolut. So. Also bewerbt euch, Leute. Ganz genau. fishingking.de/jobs findet ihr alle Informationen dazu. Schaut einfach mal vorbei. Oh Gott, Würfelchen, wa? Ingwer, Zwiebel, Knoblauch haben wir schon drin. Gehen wir mal hier nach Gefühl ein bisschen Haferflocken, aber nicht so viel. Der weltbeste Salat à la Victor Eras. Warum kriege ich die kleine? Jeder hat eine kleine, eine große. Moment, die sind zwei gleich große? Nein, die ist was kleiner insgesamt, das ist eine große Flache. Er hat eine gut. Große und mittelgroße, das ist alles ganz du genau. Du weißt, das ernährt sich nicht von... Spaß. Das ist so geil, also ich liebe das einfach. Also das liebe ich. Die Fußboden da liebe ich nicht. So, jetzt kosten wir mal schnell. Oh, ist aber heiß. Oh, das ist viel zu heiß, Hubertus. Ja. So heiß kommt es eigentlich nicht auf den Teller, ich kann es aufkochen. Denk dran, nur wer heiß anfassen kann, kann auch heiß lieben, Victor. Ne? Geil. Ja? Mhm. Es fehlt noch ein... Spaß, Leute. Komm mal her. Schau gut, oder? Wie eine richtige Bulette. Okay, Leute. Also ich würde sagen, es war ein richtig krass gelungener Tag mit allen drum und dran. Wir haben 50.000 Euro an die Leute rausgehauen. Genau. Noch nicht, aber bald.
Wir würden uns freuen, wie gesagt, wenn ihr Bock habt, die Mission zu unterstützen, Teil von was Großem zu sein, dann helft uns und dann sind die 5000 Euro. Richtig. Dann haben wir ein Riesenhecht gefangen, wir haben einen Kuchenhecht gefangen, also alias Küchenhecht. Wir haben das krasseste geile Essen jetzt. Und wir hatten heute Morgen auch noch ein geiles Workout, jeder. Und auch ein Fitness-Workout und ich meine Schwimm-Workout. Genau. Das ist geil. Und morgen geht's weiter. Da werden wir nicht versuchen, mit einer Eisangel im Hochsommer auch einen Fisch zu fangen. Hm? Ja, genau. Also bleibt dran. Guten Appetit. Guten Appetit.